weiß Bescheid. Hardcore, Menschen und Braunschweig. 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 Über die Beziehung von der einen Generation zur anderen. Respekt kriegt man leichter als Person. Mit der Dekoration schon immer dabei gewesen zu sein. Die Motivation fehlt somit schon, die man braucht. Zur ersten Portion Perfektion, zum Beispiel am Mikrofon. Manchmal habe ich das Gefühl, die alte Schule hält sich für was Besseres als Herrscher über Hip-Hop auf dem Thron. Dank an die für ihre geschickte Qualität. Doch entsteht in der Vision meiner Gedichte keine Identität als Hip-Hop mehr, sondern nur als dieses oder das. Ausgehend von der alten Schule, denn oft sind sie krass arrogant. Es tut mir wirklich leid, doch ich kenne es. Gucke mich dumm an und denke, das ist nur der Dennis. Nur Dennis, Mann, lass das nur doch weg. Denn Hip-Hop ist mein Lebensstil, Sinn, Mittel und Zweck. Habt ihr die schon gecheckt? Respekt sollte man nur kriegen, wenn man ist korrekt. Vom Hip-Hop-Fieber angesteckt. Und ob alte Schule oder nicht, ist doch nun wirklich egal. Hauptsache offen, tolerant, Hip-Hop und original. Alte Schule, neue Schule, immer dieser Unterschied. Wobei es nur den einen gibt, und zwar, dass Zeit dazwischen liegt. Oldschool ist kein Nord, denn lediglich ein Zeitabschnitt, der sicher ziemlich geil war. Doch leider bekamen wir dies nicht mit, es ist nicht unsere Schuld. Mann, wir können nichts dafür. Wir kamen später auf die Welt durch elterliche Willkür. Dennoch sind wir Hip-Hop und keine kleinen Scheißer. Keine Quälgeister oder irgendwelche Maulaufreißer. Ich respektiere die alte Schule als die Wegbereiter. Wegbegleiter auf dem Weg, die Spitze zu der letzten Boss in dieser Leiter. Writer, Breaker, der ersten Stunde sehe ich als Meister dieser Kunde. Achte das Wort aus ihre Munde. Doch will ich auch Respekt für Sachen, die ich produziere. Vor allem, wenn es gut ist, was ich da kreiere. Und überhaupt, was wäre Oldschool ohne Publikum? Die finanzielle Unterstützung ist für Oldschool noch zu jung. Und überhaupt, was wäre Hip-Hop ohne den Nachwuchs, der ihn fördert und ihn leben lässt und des Kommerz und Fug? Die neue Schule, die Hip-Hop ebenso lebt und erstellt, ihn qualitativ produziert und ihn im Untergrund behält. Und überhaupt, wäre Hip-Hop ohne New School niemals so verbreitet und erweitert und vielleicht sogar gescheitert. Gestorben, den industrielle Hort. Hätten ihn schon längst zerstört, würden nicht auch wir uns um ihn sorgen. Oldschool ist kein Ort, und dazu kommt noch, dass es auch passiert, dass ein Oldschooler schlechtes Handeln durch Oldschool legitimiert. Drum, liebe alte Schüler, kommt es darauf an, wie gut man etwas macht und kann und nicht darauf, wie lang. Hier heißt Begehung Respekt. Also bezahle. Alte Schule, neue Schule, immer dieser Unterschied. Wir können es nicht mehr hören, denn es ist immer das alte Lied. Wir können es nicht mehr hören, denn es ist immer das alte Lied. Wir können es nicht mehr hören, denn es ist immer das alte Lied. Auf die Buchstaben, um Eigenständigkeit zu gewinnen, muss ich rausspringen, um für mich zu beginnen. Nur weil du länger dabei bist, was soll das? Deswegen bist du nicht das, also lass das. Denn viel zu lange war ich der dumme kleine Junge. Nehm den Reim, die Gatten von der alten Zunge. Doch sei es wie es sei, diese Zeiten sind für mich vorbei. Wie die Herrschaft in Versailles. Verbale Attacken bestimmen dieses Verhalten. Dass die Alten versuchen, die Neuen auszuschalten, aufzuhalten. Der Fortbestand ist im Untergang geweiht. Verloren wie ein Kieselstein im Sand. Verdammt, ich dachte, deren Erfahrung dient den Jüngeren als Nahrung. Denn die Aufbewahrung von Wissen in der Zukunft hat Priorität. Wenn ihr es weitergeht, weiß ich, dass es weitergeht. Ich lernte zwar viel auf dem Hip-Hop-Bazar von einem Hip-Hop-Star, dafür bin ich ihm dankbar. Doch, wenn jeder New Jack-Nase weiß, dass Scheiß ist, nur weil du nicht dein Idol bist, dann ist das bepisst. Denn wie ihr wisst, ist Unity das, was der Zürcher nicht vermisst. Wenn Oldschool als Privileg steht, dann ist es bald zu spät. Schule, neue Schule, immer dieser Unterschied. Wir können es nicht mehr hören, denn es ist immer das alte Lied. Wir können es nicht mehr hören, denn es ist immer das alte Lied. Wir können es nicht mehr hören, denn es ist immer das alte Lied. Alte Schule, neue Schule, immer dieser Unterschied. Ich kann es nicht mehr hören, denn es ist immer das alte Lied. Ich kann es nicht mehr hören, denn es ist immer das alte Lied. Wir können es nicht mehr hören, denn es ist immer das alte Lied. Sehr, 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 1989, ich erkenne mich, meine Lage und die Repressalie, die Norm. Ich will nicht in die Form hineingepresst, gestresst leben. Es muss auch noch was anderes geben. 1993 weiß ich mit Sicherheit, es macht sich etwas breit. Hip-Hop eine Untergrundkultur der Revolution. Mali von der neuen Rhyme-Generation, scheiß auf die Nation, denn Hip-Hop ist Rebellion. Nicht nur inter, sondern übernational. Neu oder alt, egal. Radikales Material ist, was ich schätze. Tolerantes Selbstverständnis, keine Gesetze. Wie das Fundament entstand, habe ich nicht verfestbarkeit. Ich baue darauf auf, wo du Spießer wirst du entmannt. Letztlich verlässlich, grässlich, hässlich, hässlich. Dich verletzt, zerfetzt du in der Luft. Betrachte ich das Spektakel um die alte Schule. Ordnet, wenn mir auf bei uns im Norden kennt man die nicht.
Voting ist die alte Weise, die neuen einzeigen den Weg. Ohne einen heiligen Schein, der über ihre Köpfe schwingt. Tolerant, halten wir zusammen, das Alter ist kein Falter. Keine ständische Gliederung wie eins im Mittelalter, kein Podest. Durchweg ist manche höher, stehe als der Rest. Und wenn dann nur durch Können, nicht durch Alter, das steht fest. Nur so können Hookers weiter rollen, wie Boss weiter rumtollen. MCs gehen weiter in die Vollen, die Respekt zollen. Also alter Schüler, schneide dir von meiner Heimatstadt eine Scheibe ab, essen sie auf, dann bist du satt. Dann siehst du nicht mehr deine überhebliche Saat. Und wir gehen gemeinsam kreativ gegen den Staat. Alte Schule, neue Schule, immer dieser Unterschied. Wir können es nicht mehr hören, denn es ist immer das alte Lied. Ich kann es nicht mehr hören, denn es ist immer das alte Lied. Ich kann es nicht mehr hören, denn es ist immer das alte Lied. Alte Schule, neue Schule, immer dieser Unterschied. Wir können es nicht mehr hören, denn es ist immer das alte Lied. Wir können es nicht mehr hören, denn es ist immer das alte Lied. Wir können es nicht mehr hören, denn es ist immer das alte Lied. Die absoluten Beginner, Main Concept und MC René grüßen alle korrekten Oldschooler, die sich nicht zu viel auf die Oldschooler zum einbilden. Ihr wisst, wer ihr seid.